So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. Wird Mobilfunk teurer? Nun sieht ein bisschen danach aus, zumindest hat O2 angekündigt, dass sie ihre Handytarife teurer machen wollen. So richtig klar ist das Ganze noch nicht, bisher wird nur von 10% Preiserhöhung geredet und kann natürlich auch sein, dass man einfach mal guckt. Man bringt jetzt einfach mal die News in Umlauf und guckt mal, wie groß der Aufschrei ist. Auf der anderen Seite, wir erleben gerade überall Preiserhöhungen in vielen anderen Sachen. Energie wird teurer und man kann sich auch vorstellen, dass so ein Mobilfunknetz entsprechend viel Energie braucht und da die Kosten eben gestiegen sind. Das heißt, eventuell werden die Zeiten von sinkenden Preisen der Vergangenheit angehören, zumindest erstmal. Auch natürlich im Hinblick darauf, ob die ganzen Konkurrenten wie Telekom und Vodafone dann entsprechend nachziehen. Ja, bisher ist das Ganze noch sehr, sehr vage hier formuliert. Ich hatte es ja schon gesagt, dass 10% Steigerung sind angedeutet. Nicht für Bestandskunden erstmal zumindest, aber doch für Neukunden und auch für Prepaid-Angebote, wie zum Beispiel blau.de von O2. Ja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Und zwar, wie wollen die das Ganze machen? Da gibt es zumindest ein paar Andeutungen. Bei den Preiserhöhungen, hatte ich ja schon gesagt, es geht hier nicht um Bestandskunden, sondern um Neuverträge und um Prepaid-Tarife. Und als konkretes Beispiel wird hier zum Beispiel genannt, dass man bei Prepaid-Tarifen einfach ein bisschen mehr Geld verlangt und dafür dem Kunden auch netterweise mehr Datenvolumen gibt. So dass es auf den ersten Blick gar nicht mal so nach einer Preiserhöhung unbedingt aussieht. Aber am Ende verdient O2 da ein bisschen mehr. Ja, man kann sich das so vorstellen. Bin jetzt hier mal bei blau.de. Da kostet der günstigste Tarif jetzt hier mit 3 GB 8 Euro im Monat, beziehungsweise alle 4 Wochen sind es ja bei Prepaid nur. Und da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze dann halt 10 Euro kostet und dann halt 6 GB bietet. Es gibt dann halt keine günstigere Alternative mehr. Das heißt, derjenige, der bei blau.de ist oder sein will, der muss dann halt notgedrungen die 10 Euro zahlen, hat natürlich auch mehr Datenvolumen, aber die meisten verbrauchen gar nicht ihr Datenvolumen. Und ich denke auch, dass das Datenvolumen gar nicht mal mehr so teuer ist für O2, dass sie da einfach was draufpacken können und dass die einfach mehr Interesse dran haben, die Grundgebühr zu erhöhen, um dann pro Kunden entsprechend mehr zu verdienen. Und so kann man das Ganze natürlich auch bei den anderen Tarifen machen, ne? Dann packt man hier halt noch ein paar Euro drauf und ein paar Gigabyte und dann sieht die Preiserhöhung gar nicht so nach einer Preiserhöhung aus. Wie das Ganze bei den Vertragstarifen aussieht, das wird man dann sehen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass dann solche Tarife wie der Unlimited Max jetzt hier, der jetzt hier 59,99 derzeit monatlich kostet, dass hier die Preise dann halt auf 65 Euro oder so steigen. Eine moderate Preissteigerung wird man sehen. Ja, die Konkurrenz bzw. die Marktbegleiter, wie man so schön sagt, ziehen die bald nach. Nun, das wird sich zeigen. Telekom hat gesagt, naja, auch bei uns ist alles teurer geworden. Wir warten jetzt mal ab und halten uns natürlich alles offen. Also es kann durchaus sein, dass die erstmal so schauen, wie läuft das bei O2, rennen denn die Kunden scharenweise davon? Und falls nicht, dann kann man die Preise dann auch entsprechend erhöhen. Und Vodafone sagt sich da im Prinzip ähnlich, dass man da keine Aussagen treffe. Und wahrscheinlich wird man dann auch dann erstmal sich angucken, wie die anderen reagieren und dann entsprechend auch vielleicht die Preise erhöhen. Ja, was haltet ihr davon, von diesen Preiserhöhungen? Ich muss persönlich sagen, das ist natürlich ein bisschen schade, dass das Ganze teurer wird, weil ja, letztendlich war ja Deutschland in den vergangenen 20 Jahren eh schon immer deutlich teurer als das Ausland und zumindest haben sich die Preise eher nach unten entwickelt und jetzt würde dann quasi das Gegenteil dann passieren. Auf der anderen Seite vielleicht mal ein kleines Beispiel von mir. Ich hatte ja früher auch so Prepaid-Tarife. Und man kann sich, denke ich, ganz gut vorstellen, dass diese Preiserhöhung ganz gut so funktioniert, weil also ich hatte früher Prepaid-Tarife, ich habe nie mehr als 10 Euro im Monat gezahlt und jetzt habe ich inzwischen so einen Unlimited-Vertrag und ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Allerdings kostet der Unlimited-Vertrag natürlich auch deutlich, deutlich mehr. Klar habe ich da Unlimited-Datenvolumen, ich brauche auch deutlich mehr Datenvolumen oder verwende es, aber letztendlich verdient der Anbieter natürlich dann dadurch auch mehr und über die Maßen verbrauche ich auch nicht viele Gigabyte. Und ich denke, die Strategie wird dann hier ähnlich sein, dass man einfach sich sagt, wir gibt mehr Gigabyte, die kosten uns jetzt hier nicht mehr so viel und wir erhöhen einfach die Grundgebühr, um pro Kunden entsprechend mehr Geld zu verdienen. Also schreibt mir eure Meinung, was ihr davon haltet, in die Kommentare. Würde mich immer freuen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.